Ich hoffe nicht, dass es aufhört. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Steinhaus, im Kornkasten am Sitz des Landesmuseums Bergbau und natürlich auch herzlich willkommen, Sie zu Hause, die Sie uns von zu Hause aus verfolgen, zu unserer Vortragsreihe hier am Landesmuseum Bergbau, heute mit dem Titel Bergbaulandschaft Dauferer Ahrental auf archäologischer Spurensuche. Unsere beiden heutigen Referenten sind Roman Lambrecht und Bianca Zerobin von der Universität in Innsbruck, Archäologen, die im Auftrag des Landesmuseums Bergbau im letzten Jahr das Dauferer Ahrental intensiv nach Bergbauspuren untersucht haben, abgesucht haben im Rahmen eines Forschungsprojektes, das vom Forschungsfonds der Landesmuseen, der Südtiroler Landesmuseen finanziert wurde. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes Bergbaulandschaft Dauferer Ahrental wurden zunächst die Schriftquellen in den verschiedenen Archiven zum Bergbau im Dauferer Ahrental untersucht, und aus diesen Schriftquellen hat sich bereits ergeben, dass das gesamte Tal zwischen Bruneck und der Birnlücke eine einheitliche Bergbaulandschaft, eine zusammengehörende Bergbaulandschaft gebildet hat. Und dieser Befund, der sich aus der schriftlichen Überlieferung seit dem 14. Jahrhundert ableiten ließ, diesen Befund galt es nun im Gelände zu überprüfen. Und das Landesmuseum hat sich dann an die Universität in Innsbruck gewandt und im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Institut für Archäologien unter der Leitung von Professor Peter Trepsche wurde dann sozusagen die Feldbegehung dieses Tales in Angriff genommen. Und die Ergebnisse werden heute sozusagen erstmals hier dem Publikum vorgestellt. Es ist geplant, dass bis zum Jahresende dann auch eine Publikation folgen soll, und zwar in unserer Reihe Schriften des Landesmuseums Bergbau. Als dritter Band ist eben geplant, dies bis Ende dieses Jahres vorzulegen. Ja, ich darf ganz kurz noch die Referenten vorstellen. Herr Roman Lambrecht und Frau Bianca Zerobin sind ausgebildete Archäologen, die sich speziell mit der Montangeschichte, mit dem Bergbau in seinen zahlreichen Facetten im Tiroler Raum schon seit längerem beschäftigen. Herr Lambrecht ist dabei besonders Spezialist für den Kupferbergbau, besonders auch für den prähistorischen Kupferbergbau, während also Frau Zerobin den Granatbergbau als ihr besonderes Forschungsgebiet vorweisen kann, hierzu auch schon einiges publiziert hat, und wir werden dann auch bei einem der nächsten Vorträge speziell zu diesem Thema noch einmal hören. Ich darf jetzt die beiden Referenten bitten, mit ihren Ausführungen zu beginnen. Gut, also den ersten Teil wird ich übernehmen und den zweiten Teil wird die Bianca übernehmen. Also ich behandle jetzt speziell die Erzbergbaue und werde noch kurz eine Einführung geben, was wir alles gemacht haben in dieser Zeit letztes Jahr. Der Armin Dockler hatte schon erwähnt, was wir da so grob gemacht haben. Also wir haben speziell nach Dichte der Bergbauspuren gesucht und die zeitliche Tiefe und die Vielfalt der Bodenschätze speziell untersucht. Und was das bedeutet, das werden wir jetzt noch sehen. Zuerst werden wir uns noch kurz das archäologische Umfeld anschauen, einfach um den gesamten Kulturraum da ein bisschen kennenzulernen. Also Sie werden es erkennen, wenn Sie da wohnen, nehme ich an, aber vielleicht für Außenstehende ist es noch nicht so bekannt, was da drinnen alles vorhanden ist an archäologischem Denkmal.
Sie sehen hier eine kurze Auflistung, die ich gemacht habe. Sie sehen auch, dass speziell im Dauferertal eine ganze Vielzahl an prähistorischen Siedlungen vorliegt. Im Arendal ist das Ganze etwas dünner, aber Sie sehen auch, dass die Pässe schon seit den Steinzeiten, also spätestens seit dem Mesolithikum, genutzt wurden, wie zum Beispiel das Hundskehljoch, aber auch das Heiliggeistjoch oder das Grimmler Dauer natürlich, aber auch das Klammeljoch. Und Sie sehen, dass auch in der Bronzezeit eine Siedlungstätigkeit hier nachzuweisen ist. Und einige dieser Fundstellen werden wir uns jetzt in Kürze anschauen. Ja, viele von Ihnen werden es bereits kennen. Das ist die große und die kleine Pipe bei St. Georgen. Sicherlich eine der bemerkenswertesten Fundstellen des ganzen Tals, weil es sicherlich in der Urgeschichte einer der wichtigsten Fundplätze ist, auch mit einem Bezug zur Metallurgie, hier durch eine Gussform für eine Scheibenkopfnadel nachgewiesen. Ob jetzt hier ein Bergbau auf Kupfer möglicherweise betrieben worden ist in der Urgeschichte, lässt sich aber mit diesem Fundstück leider noch nicht bestätigen. Lediglich eine sekundäre Metallurgie ist somit auch bestätigt. Es gibt auch ganz viele andere Beispiele, die man hier anführen kann. Ganz wichtig auch der Fundort St. Walburg, also das kleine Kirchlein, das wir hier sehen, ist ein gotischer Bau, aber dieser Hügel wurde schon in der Bronzezeit als Siedlungsstelle genutzt. Es gibt auch entsprechendes Fundmaterial, wie zum Beispiel Keramikfragmente, aber auch einige Eisenstücke, die jetzt aber jüngeren Datums sind. Einen Bezug zur Metallurgie erhält man durch diese kleinen Schlackenstücke, die Sie hier rechts oben sehen. Es handelt sich dabei um zerkleinerte Schlacke, die als Zuschlagstoff beim Verputzen dieses Turms aufgebracht wurde. Es handelt sich also um einen Zuschlagstoff des Kalkmörtels. Also hier nur wiederum ein Beweis für eine Wiederverwendung dieser Schlacke, die womöglich auch aus dem Arendal stammen kann. Nun zu den älteren Spuren. Wir sehen hier den Eingang ins Röttal. Hier unten auch noch die Röttalm, können Sie erkennen. Hier links würde die große Ebene beginnen, diese schöne Weide. Und hier oben, mit diesem gelben Kreis markiert, sind wir eigentlich nur durch Zufall vorbeigekommen. Wir haben eigentlich nicht nach solchen Felsüberhängen wie hier speziell gesucht, aber als Archäologe kann man da ja vielleicht nur schwer vorbeigehen, weil solche Stellen immer interessant waren. Von dieser Stelle haben wir zwei C14-Proben, also Holzkohleproben, entnehmen können und folgendes Ergebnis erhalten. Wir haben hier wahrscheinlich zwei Phasen, mindestens zwei Phasen, wahrscheinlich waren es auch noch mehrere Phasen, nämlich eine vorchristliche Phase, nämlich in der spätesten Eisenzeit und in der Dehnzeit wurde dieser Abrieb genutzt und noch eine spätere Phase in der Kaiserzeit. Warum man hier oben sich aufgehalten hat, da können wir nur mutmaßen, wahrscheinlich oder vielleicht für den Weidebetrieb, also eine Viehhaltung, wie es auch heute noch betrieben wird, oder womöglich auch Bergbau. Aber das kann man leider durch diese Proben alleine nicht bestätigen. Aber immerhin haben wir den Nachweis, dass der Mensch in der Eisenzeit hier ansässig war. Wir sind auch am Hundskehljoch auf sehr interessante Stellen gestoßen. Sie sehen im Hintergrund diesen großen Felsblock. Dabei handelt es sich wieder um einen saisonalen Mastplatz, womöglich schon aus der Steinzeit. Wir haben hier ein Artefakt, einen Silex-Abschlag gefunden. Leider sind die C14-Proben hier nicht eindeutig. Also wir haben nur einen Nachweis auf möglicherweise eine steinzeitliche oder mesolithische Präsenz des Menschen aufgrund dieses Silex-Abschlusses, der aber auch womöglich aus den Metallzeiten, wie aus der Bronzezeit noch stammen könnte. Aber hier wieder ein Nachweis, dass man sich in dieser Gegend bewegt hat in der Urgeschichte.
Nun zum eigentlichen, zu den Erzbergbauen. Welche Quellen konnten wir nutzen für die Recherchen? Der Herr Armin Dokler hat es ja vorher schon erwähnt, dass hier Schriftquellen, die hier ausgewertet worden sind und auch publiziert, eben diese Schriftquellen, auf die wir zurückgreifen konnten und die eine ganz, ganz wichtige Grundlage für die Erforschung darstellten, aber auch diese sehr hochauflösende Flurnamenkarte, die kürzlich vorgelegt wurde, war eine sehr, sehr gute Quelle. Viele von Ihnen werden diese Karte ja bereits kennen. Aber auch in den Sagen hat sich sehr viel zum Bergbau erhalten, mitunter auch in dem Werk von Johann Adolf Hale aus dem 19. Jahrhundert. Also da ist einiges zum Bergbau im Arendal zu finden. Natürlich die Geodaten des Landes Südtirol, wobei diese Lieder und Geländemodelle nur sehr grob aufgelöst sind, also für montanarchäologische Forschungen nur begrenzt zu gebrauchen sind. Aber auch die geologischen Karten, die leider nur sehr begrenzt vorhanden waren. Es ist hier nur der hinterste Talbereich im Bereich von Bretau archäologisch kartiert. Leider das restliche Dorfacher Arendal nicht. Und ganz, ganz wichtig, die mündliche Überlieferung. Also hier hat sich sehr, sehr viel erhalten in der mündlichen Überlieferung. Und mich freut es ganz besonders, dass auch so viele Personen dabei sind heute, die uns sehr viel beitragen konnten zu dieser Forschung. Zu unserer Vorgehensweise. Wie haben wir gearbeitet? Hier sehen Sie noch das Ergebnis all diesen gelben Punkte. Das sind wir gewesen und haben auch einen Bezug zum Bergbau feststellen können. Wenn wir archäologische oder montanarchäologische Spuren entdeckt haben, sind wir gemäß der archäologischen Praxis vorgegangen. Man misst zunächst den Befund ein mit GPS oder auch man beschreibt das Gelände rundherum und macht dann zuerst Fotos mit entsprechenden Fototafeln und Maßstäben etc. Dann erfolgte eine Vermessung der Strukturen mit einem Entfernungsmesser oder mit einem Zollstock. Ganz wichtig war die Entnahme von entsprechenden Proben. Hier werden Sie noch einiges dazu sehen, an späterer Stelle. Es wurden sowohl Proben für mineralogische Untersuchungen geborgen, aber auch, eben wie schon vorher erwähnt, für Altersbestimmungen, die 14 Bestimmungen. Und jetzt sehen wir eben endlich die Ergebnisse dieser Forschungen. Es ist hier nicht möglich, die ganze Bandbreite, die wir da entdeckt haben, vorzustellen, aber es soll nur ein kleiner Einblick gewährt werden. Es würde den zeitlichen Rahmen vollkommen sprengen. Aber wen es interessiert, kann es noch in der Forschung, also in der Publikation dann nachlesen. Wir beginnen im hintersten Talbereich in der Gemeinde Bretau. Wir sehen hier die sogenannte Burg bei Lanern. Es handelt sich hier um diese Felsnase, die so bezeichnet wird. Und an diesem Tag haben uns Lois Steger, Florian Messner und Ingemar Greber begleitet. Also die zwei sind auch heute hier, der Lois und der Ingemar. Auch danke nochmals für die Hilfe, die ihr jetzt da geleistet habt. Und ganz augenscheinlich handelt es sich hier um Gebäudereste. Es ist ganz klar zu erkennen. Und dahinter sieht man auch so dunkle Flecken. Das sind die Schollenmundlöcher, die hier in direkter Nähe zu diesem Gebäude zu finden sind. Es handelt sich dabei um die Abbaue, die wir jetzt auch noch gleich sehen werden. Das ist der Plan des Gebäudes. Wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit hatte dieses Gebäude auch einen Bezug zum Bergbau. Darauf deuten auch Funde hin, die wir gemacht haben. Da ist zum Beispiel sehr viel Erz liegen geblieben, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch Werkzeugfunde, wie zum Beispiel die Spitze eines Bergeisens, konnten wir da entdecken. Und die Schriftquellen, die eben schon ausgewertet wurden, geben uns hier Hinweise auf das Alter, nämlich ins 17. oder ins 18. Jahrhundert ist dieses Bauwerk zu setzen. Und natürlich auch die Abbaue, die dazugehören.
Wir gehen weiter nach Westen in den Bereich von Kerrach. Da befinden sich die sogenannten Bergörter. Wir haben es hier mit sehr schönen Abbauspuren zu tun. Es handelt sich um einen klassischen Schremsstollen, also händisch vorgetriebenen Stollen, also mit Schlägel und Eisen. Auch hier konnten wir Material für naturwissenschaftliche Datierungen bergen und haben folgendes Ergebnis erhalten, nämlich einen Zeitraum zwischen dem 14. und dem 15. Jahrhundert. Und das deckt sich beinahe mit den Schriftquellen, die im 16. Jahrhundert einsetzen. Und wahrscheinlich wurde Silber, Kupfer, Gold oder auch Kobalt abgebaut. Aber da sieht man jetzt sehr schön, dass mit den naturwissenschaftlichen Datierungen mitunter auch ältere Ergebnisse als mit den Schriftquellen, die oft auch später einsetzen, erzielt werden können. Aber da werden wir in der Folge noch mehr dazu hören. Wir begeben uns in die Lemperau, immer noch in der Gemeinde Brettau. Da sehen Sie ein ganzes Geflecht an Schollen, das vorerst etwas verwirrend ausschaut. Hier sehen wir das Mundloch, ein sehr kleines Mundloch von einem Meter Höhe. Dann sehen wir auch sogenannte Bühnenlöcher. Das sind nichts anderes als die Reste der Arbeitsbühnen, hat man so eingezogen, um besser arbeiten zu können, die hier noch vorhanden waren. Aber auch sogenannte Keiltaschen, die von der Arbeitstätigkeit selbst noch herrühren. Und die Schriftquellen geben hier einen Zeitraum im 16. Jahrhundert vor. Also um 1590 starten hier die Abbautätigkeiten. Und wahrscheinlich wurde Silber abgebaut. Aus St. Jakob sind gleich mehrere Abbauer bekannt, auch hier in der Kerschbaumer Klamm, wohl einer der bedeutendsten oder eindrucksvollsten zumindest Abbaue in diesem Gebiet ist dieser hier. Wir sehen hier auf der linken Seite so rostbraune Verfärbungen. Das sind die Reste der Die Schriftquellen geben hier einen Zeitraum zwischen dem 16. und dem 17. Jahrhundert vor und eben wahrscheinlich der Abbau von Kupfer. Sehr wichtig für unsere Forschungen waren die Abbaue im Bereich von Luttach, speziell beim sogenannten Stockmeierhof, der heute nicht mehr existiert, und in der Nähe dieses heute des Lechnerhofs hier rechts unten zu sehen. Da gibt es insgesamt drei Stollen, wahrscheinlich hat es da ehemals noch viel mehrere Abbaue gegeben. Der schönste ist dieser hier, Stollen 2. Da haben wir eine ganze Reihe verschiedener Abbauspuren, wiederum diese Keiltaschen, aber auch sehr schöne Funde wie diesen Werkzeugstiel oder diesen Holzkeil. Der Werkzeugstiel könnte von einem Bergeisen stammen. Wozu dieses Textil hier rechts gebraucht wurde, wissen wir leider nicht. Die Schriftquellen weisen hier auf das 16. Jahrhundert hin, aber wahrscheinlich auch noch in späterer Zeit in Betrieb. Und warum? Wiederum wahrscheinlich ein Abbau auf Kupfer. Wir begeben uns in das Weißenbachtal, in die sogenannte Feuchtklamm, und da gibt es die Sage, dass wenn die Weißenbacher Hütbuben den Kühen Steine nachwerfen, dass der Stein oft mehr wert ist als die Kuh selbst. Also da gibt es schon einen Hinweis auf den Bergbau hier. Die Schriftquellen weisen in das 16. oder 17. Jahrhundert und abgebaut wurde wahrscheinlich Markasit oder Kupfer oder auch beides. Vielen wird da die Dobelburg ein Begriff sein, aber wenige wissen nur, dass es darunter auch einen Abbau gegeben hat, hier zu sehen im Bild. Es handelt sich hier um einen sehr schönen Schremsstollen. Auch entsprechende Funde konnten geborgen werden, wie dieser Kien- oder Leuchtspan, der zur Beleuchtung
unter Tage gedient hat. Und in diesem Fall war Franz Hinteregger so freundlich, der auch heute hier ist, uns zu diesem Stein zu führen, den wir schon mehrere Male vergeblich gesucht haben, aber eben mit der Hilfe von Franz endlich gefunden werden konnte. Etwas oder sehr viel jüngere Abbauspuren haben wir im Bereich von Mühlen gefunden, beim sogenannten Griesmeierwald. Sie sehen hier gleich zwei Mundlöcher. Im vorderen Bereich, im Eingangsbereich, waren noch Felsritzungen zu finden, die bis jetzt noch nicht ganz zu entziffern sind. Sie sehen hier rechts die Ziffer 15 und irgendwo ist noch ein Buchstabe zu sehen. Und in diesem Fall hat uns Simon Auer, der heute leider nicht hier sein kann, auf diese Stollen aufmerksam gemacht. Also Sie sehen schon, diese mündliche Überlieferung ist hier für uns ganz wichtig gewesen, die unsere Arbeiten extrem erleichtert hat. Diese Felsritzung ist neben einem anderen Mundloch zu finden. Sie sehen hier eine ganze Vielzahl an Ziffern und Namensinschriften wahrscheinlich. Bis jetzt können wir auch nicht sagen, warum diese Felsinschrift hier angebracht wurde. Vielleicht handelt es sich um eine Vermessungsmarke oder eine Besitzermarkierung. Also da gilt es noch, Nachforschungen anzustellen. Dieser Abbau ist auch ganz wichtig für unsere Forschungen. Es handelt sich um eine Grube in der Rixner Klamm im Mühlwald. In dieser steilen, sehr steilen Klamm konnten wir auch einen Abbau finden, mit der Hilfe von Helmut Auer wiederum. Für uns ganz interessant, weil im hintersten Bereich der Grube, Sie sehen diese Kuppel, und das könnte ein Hinweis auf die sogenannte Feuersetztechnik sein, die schon seit der Urgeschichte angewandt wurde. Und da macht man ein großes Feuer beim Fels und der wird dadurch mürbe und lässt sich dadurch sehr leicht abbauen. Hier sehen Sie das Mundloch mit dem stolzen Entdecker Helmut Auer. Also danke nochmal, Helmut, für die tolle Tour. Die Schriftquellen weisen hier in das 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert und warum wiederum wurde wahrscheinlich Kupfer abgebaut. Auch im Walburgengraben bei Kemmerton sind wir auf Abbau gestoßen, die schon in der Literatur auch vereinzelt bekannt waren. Unweit dieser Abbaue konnten wir auch Gebäudeäste dokumentieren, die wiederum einen Bergbaubezug haben dürften. Es könnte sich hier womöglich um eine Scheitstube oder eine Knappenunterkunft, eine Kaue handeln, aus dem zuvor gezeigten Stollen. Dieser hier ganz links oder ganz unten, dieser war es, konnten wir eine Probe mitnehmen wiederum und haben ein Ergebnis aus dem 15. oder 16. Jahrhundert, also 1423 bis 1525, erhalten. Und das deckt sich hier wunderbar mit den Schriftquellen, die auch in das 15. und das 17. Jahrhundert weisen. Also in diesem Fall eine sehr schöne Übereinstimmung, die wirklich vorbildhaft ist. Sowas wünscht man sich natürlich auch als Archäologe. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Wir haben ja schon kurz vorher die große und die kleine Pippe gesehen, hier ganz links zu sehen. Dann auch noch ein Rest von St. Georgen, ganz links. Das sogenannte Multerloch hier zu finden in dieser steilen Felsflanke mit dem gelben Kreis markiert. Oder grün ist er da. Hier sehen wir das Mundloch, also zunächst noch etwas unscheinbar, dieser Abbau. Aber wenn man da hineingeht, sieht man dann, werden wir gleich sehen, was sich da abspielt. Simon Außerhofer, der heute auch hier ist, hat uns in diesem Fall hier hingeführt. Danke nochmal, Simon. Ohne dich hätten wir diesen Abbau wahrscheinlich niemals gefunden in diesem Steingelände. Also wie gesagt, für uns sehr, sehr wichtig dieser Abbau, da man wiederum einen Hinweis auf die Feuersetztechnik erhält, also hier eindeutig Feuer gesetzt, wiederum diese kuppförmigen Abbaue, die ganz charakteristisch hierfür sind.
Auch hier konnten wir Proben für naturwissenschaftliche Datierungen entnehmen. Und das Ergebnis schaut so aus. Wir konnten zwei Proben entnehmen, eine von der Sohle, also vom untersten Bereich des Abbaus, und eine von der obersten Schicht. Das Ergebnis wie folgt. Die Probe von der Sohle wird wahrscheinlich aus dem 15. oder 17. Jahrhundert stammen. Die Probe, die aus der obersten Schicht kommt, aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Und da werden jetzt einige die Stirn runzeln und fragen, wie die ältere Probe weiter nach oben kommt als die jüngere Probe. Aber da muss man sich noch ein paar Überlegungen dazu anstellen. Es könnte sein, dass wir hier, oder wir haben hier sicher eine Zweiphasigkeit nachweisen können. Womöglich ist der vordere Bereich mit diesen großen Kuppeln etwas älter als der hintere Bereich, den Sie hier ganz rechts sehen, der vielleicht im 15. oder 16. Jahrhundert eben angefertigt wurde. Aber wie es dazu kommt, dass dann die ältere Probe weiter oben zu liegen kommt, da muss man sich nochmal Gedanken drüber machen. Aber mit Sicherheit fanden hier immer wieder Erdbewegungen statt und somit könnte man sich das erklären, dass auch die ältere Probe weiter nach oben kommt als die jüngere. Aber wenn Sie da Ideen haben, warum das so ist, dann sind wir natürlich offen für Ideen, für Vorschläge. Also das können wir dann auch später noch gerne diskutieren. Ja, jetzt würde man gleich übergehen zum Bianchi-Teil. Also die Erzbergbaue haben wir jetzt kurz durchgegangen. Es gäbe da noch sehr, sehr viel mehr zu erzählen. Aber wie gesagt, das können Sie dann bei Interesse gerne in der Publikation nachlesen. Da sind die ganzen Einzelheiten dann aufgelistet. Aber die wird dann, wie gesagt, Ende des Jahres wahrscheinlich vorgelegt. Also danke, bitteschön. Danke. Geht's so? Ja. So, vielen Dank, Roman. Und auch Armin für eine nette Einführung. Ich darf Sie, liebe Zuhörer hier im Kornkasten, recht herzlich auch meinerseits begrüßen und auch die Zuseher zu Hause. Neben den Erzen gab es im Dauferer Arndal noch eine Vielfalt von anderen abbauwürdigen Rohstoffen. Hierbei haben wir besonders neuzeitliche Abbauspuren gefunden, wobei man einfach auch ganz stark sieht, dass vor allem in den letzten Jahrhunderten einfach alle Ressourcen, die es in der Natur gibt, auch verwendet hat. Das wären zum Beispiel die Schmuck- und Werksteine wie Granat und Bergkristall, die Werksteine Speckstein oder Talg, Granit und Gneis, Marmor, Grünschiefer, Serpentinit und zu guter Letzt haben wir bei der Prospektion auch noch einen Gips- und Asbestabbau im Gelände nachweisen können. Besonders am Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkte man den unschätzbaren Reichtum des Dauferer Arndals an verschiedenen Ressourcen, wie zum Beispiel Granit, Marmor und Gips. Da schrieb man zum Beispiel in die Innsbrucker Nachrichten, Sie können es hier auch lesen, sonstige nennenswerte Industrien sind im Dalle seit der Auflassung der Kupfer- und Hüttenwerke bei Steinhaus nicht vorhanden. Reiche Wasserkräfte, die ohne große Schwierigkeiten zu gewinnen wären, kolossale Granitmassen von vorzüglicher Art und nicht zu unterschätzende Marmorlager liegen heute noch brach und unausgenützt und schließen einen verborgenen Reichtum in sich, der aber baldigst gehoben werden dürfte. Und weiters wird eben erwähnt, weil es ja in diesem Artikel um den möglichen Bau der Verbindungsstrecke der Bahn von Osttirol ins Dauferer Arndal geht, dass das Gipsbergwerk bei Luttach, welches vor wenigen Jahren in Betrieb gesetzt wurde und gleichfalls seine vorzüglichen Produkte infolge kostspieliger Transportmittel nur in einen kleinen Umkreis abzugeben vermag, wird sich bedeutend heben. Also man wies darauf hin, dass das Dole ein nach Ressourcen extrem reiches Tal ist, was aber anhand der mangelnden Infrastruktur nicht wirklich zur Geltung kommt. Es gab und gibt natürlich noch mehr abbauwürdige Ressourcen im Dauferer Arndal. Diese Auflistung
erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Man hatte zum Beispiel überall seine Lehmgruben, man baute Dorf im Rötal ab, im Windtal suchte man sogar in den 60er Jahren nach Uran und so weiter. Hier habe ich mir einfach die Rosinen der nichtmetallischen Rohstoffe herausgepickt und die werden wir jetzt etwas näher unter die Lupe betrachten. Apropos Rosinen, ja, hier sehen die Granate, besser gesagt die Almandine, recht unspektakulär aus. Wenn man sie aber anschleift und zu Schmuck verarbeitet, zeigen diese Steine erstmals ihren unglaublich intensiv leuchtendes Rot. Ich habe zuerst den Begriff Almandin genannt. Granat ist ja nur der Überbegriff einer Gruppe von Halbedelsteinen, die ganz viele verschiedene Farben und chemische Zusammensetzungen haben können. Da gibt es zum Beispiel den grünen Grossulare oder den schwarzen Melanit. Bei uns kommt von den roten Exemplaren nur der Almandin vor. Das ist eben ein Eisenbohnerdegranat. Heutzutage kennt man ihn vor allem von dem traditionellen Trachtenschmuck in Zillertal. Dort ist er weit verbreitet. Und genau eine solche Zillertaler Familie hat Anfang des 19. Jahrhunderts im Arndal nach Granat geschürft. Und zwar in Obertrippach bei St. Johann. Dort erinnern heute noch die Flurnamen Granatner und Granatriese an den Halbedelsteinschurf. Im Gelände konnten Roman und ich einen teilweise verstürzten Abbau dokumentieren. Ersichtlich ist an der rechten Flanke des Mundlochs die Versatzmauer. Und unterhalb des Schurfs zieht sich eine Halde von Daubengesteinen am Hang hinunter. Dort mussten auch noch künstliche Terrassierungsmauern, hier ersichtlich, angelegt werden, da der Hang sehr steil ist und sonst das ganze Haldenmaterial runtergekugelt wäre. Weil eben der Hang so steil ist, konnte man vermutlich die granatführenden Gesteinsbrocken über solche Ziehwege, wie wir sie hier sehen, abtransportiert werden ins Tal hinunter. Dort wurden sie dann, die Granate, wieder weiterverarbeitet. Aus noch unveröffentlichten schriftlichen Dokumenten wissen wir, dass der Schurf 1837 das erste Mal von Josef Hofer aus Zell am Ziller verpachtet wurde. Die Pacht wurde anschließend noch insgesamt 12 Jahre verlängert. Hofer war nicht nur bei Obertrippach am Werken, sondern auch im Reichacker und beim Pfüstergut am Bischberg in St. Johann. Und da hat er sogar eine Granatstampf, also ein Bochwerk, errichten dürfen. Unser Citizen Science, der Paul, hat uns sogar erzählt, dass man sogar die Spuren des Wasserwals, den man eben zum Betreiben des Stampfs benötigt hat, noch im Gelände nähe des Mineralienmuseums, glaube ich, also bei Mühleck, erkennen konnte. Aber auch später wurde noch zeitweise gegraben, wie wir aus einem Zeitungsausschnitt von 1908, Sie sehen den hier, erfahren. Da steht geschrieben, Bergsegen im Arndal. Wie man uns mitteilt, wird in Trippach gegenwärtig nach Granaten gegraben und sind 18 Kissen voll bereits verkauft. Es sind einzelne schöne Exemplare darunter, klein, aber von schöner Farbe. Der Granatabbau stammt hier jetzt aus jüngerer Vergangenheit. Es gibt aber natürlich auch Ressourcen, die schon viel früher genutzt wurden, zum Beispiel den Bergkristall. In der Literatur wird erwähnt, dass die reinsten Bergkristalle nur in Arn und in der Lizum-Gegend Dux vorkommen. Wie wir anhand Mineraliensammler wissen, gibt es mehrere Fundplätze von Bergkristall im Arndal. Die werden aber oft auch wie geheime Pilzplätze gehütet. Einen Bergkristallabbau bzw. mehrere Schürfe zusammen mit einer Halde haben wir in Lappach unterhalb der Tristenspitz in der Nähe der Schöllberggöge gefunden. Also die Schöllberggöge ist da noch weiter drüben. Das ist die Tristenspitz. Die Schöllberggöge, das sagt, glaube ich, den meisten hier etwas, ist ja das Hochmoor oberhalb von Weißenbach, wo man die berühmten eisenzeitlichen Holzschaufeln, die auch da unten ausgestellt sind, gefunden hat.
Unter diesen archäologischen Funden sind auch einige Bergkristallwerkzeuge dabei. Die hat man früher einfach wie ein Schweizer Taschenmesser verwendet. Daraus konnte man Klingen, Bohrer, Schaber, Pfeilspitzen und allerhand mehr anfertigen. Diese Werkzeuge datieren teilweise bis in die Mittel- und Jungsteinzeit, also 8. bis 3. Jahrtausend vor Christi. Solche Werkzeuge haben wir leider nicht gefunden, dafür etliche Absplisse und Bergkristallstücke, die die Mineraliensammler dort liegen gelassen haben. Das Gebiet rund um die Triesenspitze ist für ihr Mineralienreichtum bekannt und deswegen auch seit 1995 geschützt. Die Abbaue, die wir letzten Sommer entdeckt haben, sind vermutlich moderne bzw. rezent überprägte Schürfe. Die stammen einfach von den Strahlen, die auf die möglichst klaren Bergkristallspitzen aus sind. Hier sehen wir zum Beispiel eine fast senkrechte Bergkristallkluft, dann auch einen untertägigen Abbau und die dazugehörige Halde. Nun zum Gegenteil vom scharfkantigen, glasklaren Bergkristall, nämlich zum Speckstein. Der ist sehr leicht erkennbar aufgrund seiner seifigen Oberfläche, seiner grün-grau-weißen Farbe und er ist so weich, dass man ihn sogar mit den Fingernägeln ritzen kann. Bekannt ist er auch unter dem Namen Schnitzelstein, weil man ihn mit dem Messer wie Holz schnitzen kann. Eine solche recht kleine Specksteinader haben wir bei der Windeck oberhalb von Uttenhorn mit der Hilfe von Helmut, der ist auch anwesend hier, hier rechts im Bild gefunden. Dabei handelt es sich um eine ca. 10 Meter lange Ader im Fels auf rund 2270 Meter Höhe. Auf eine Länge von ca. 1,5 Metern erkennt man den Abbauspuren und eingeritzte Initialien und Jahreszahlen. Hier die Abbauspuren und hier erkennen Sie AK und 1, wahrscheinlich noch ein 1er. Die Abbauspuren sind sehr jung, da kennen wir sogar den Urheber, der das Material für seine bildhauerische Tätigkeit nutzt. Wir vermuten stark, dass bei der Windeck nie gewerblicher Abbau von Speckstein betrieben wurde, da wir erstens keinen Hinweis darauf im Gelände haben und auch zweitens nichts in den historischen Dokumenten darüber geschrieben steht. Fakt ist aber, dass man den Speckstein schon seit der Jungsteinzeit im archäologischen Fundus hat. Am meisten wurde es für Gefäße verwendet, aber auch für Schmuckperlen und Gussformen für Bronzeobjekte. In der Archäologie nennt man die aus Speckstein hergestellten Gefäße auch Lavettes. Diese gedrechselten Gefäße wurden eigentlich bis ins Hochmittelalter verwendet. Hier sehen wir einen solchen Lavettskern, der eben aus dem Gefäß herausgedrechselt wurde. Er ist vom Pfitscherjoch. Der etwas weniger qualitative Speckstein wird auch als Talgschiefer bezeichnet. Daraus wurde zum Beispiel Schmiermittel für Maschinen gewonnen, man streute Tanzböden mit Talg ein, damit man besser rutscht und wegen der Feuchtigkeit aufsaugenden Wirkung streute man es früher auch auf Babybobos. Aus Granit und Gneis stellte man alles Mögliche her, zum Beispiel Mühlräder, Bausteine, Wasserbecken und vieles mehr. Oft verarbeitete man die Objekte gleich an Ort und Stelle des Abbaus, deswegen sind oft die Rohlinge oder die fehlgeschlagenen Stücke vor Ort liegen geblieben. Also hier sehen wir eben einen riesigen Mühlstein und solche beckenartige Objekte und eben verbaute Bausteine mit den Jahreszahlen eingraviert. Der Unterschied zwischen Granit und Gneis, jetzt ganz laienhaft ausgedrückt, ist rein optisch am ehesten dadurch zu erkennen, dass sich im Gneis die hellen und dunklen Lagen aus verschiedenen Mineralen streifenförmig abwechseln, während im Granit die dunklen Minerale eher gesprenkelt und richtungslos angeordnet sind. Wir haben im Laufe der Prospektion einige Granit- und Gneisabbaue dokumentieren dürfen. Zum Beispiel in Luchta und in St. Johann. Natürlich gab es viel mehr Abbaue im Tal, da man das Gestein immer irgendwie gebrauchen konnte und solche Findlinge recht häufig in der Gegend herumliegen.
In Luchta beim Hoferweidel haben wir einen riesigen Gneisfindling gefunden mit handgebohrter Bohrlehre, hier ersichtlich, und eingemeißelte Kerben dazwischen. Also das Ganze sieht eigentlich wie ein Schachbrett aus. Vermutlich sollten diese einmal mit Schwarzpulver gefüllt und gezündet werden. Genauso sollte es wahrscheinlich mit der Linie mit Keileinbuchtungen passieren, wobei die Linie als Sollbruchstelle fungiert. Hier diese Linie. Man hat aber auch oft gewässerte Holzkeile verwendet, um den Stein mit der Quellwirkung des Holzes zu sprengen. In St. Johann beim Meiereck kann man am Fels noch die Keiltaschen erkennen. Hier ganz klein ersichtlich. Die haben wir auch beim Roman schon gesehen. Und eine gängige Methode, einen Stein klein zu kriegen, ist nach wie vor eiserne Keile mit solchen Zungen in Bohrlöcher so weit hineinzutreiben, bis der Stein bricht. Vom Granit und Gneis weiter zu einem ähnlichen harten Gestein, nämlich dem Marmor. Ein ganz berühmtes Beispiel für den Abbau von Marmor, Sie erraten es schon, ist natürlich die Blatterwand in St. Johann am Fuße des Blossenbergs. Die frühesten Erwähnungen vom Abbau datieren von 1722, wo man eben den weißen Mörbelbruch bei den Platten in Arn beschreibt. Ganz berühmt sind auch die mehr oder weniger modernen Felsritzungen auf der Wand, wo zum Beispiel auch das Zeichen des Arner Handels, das mit den Steinböcke, das kennen Sie bestimmt, angeritzt wurde und das, also der Arner Handel wurde im 17. Jahrhundert gegründet. Weitere Marmorabbaue findet man beim Riensgraben am Eingang vom Mühltal und bei Oberburstein oberhalb der Burg Taufers. Hier eine Probe von dem Gestein. Wobei sich bei den letzten zwei Standorten, also Riensgraben und Oberburstein, um dieselbe Marmorader handelt. Sie erkennen, dass die zwei Punkte sehr nahe beieinander sind. Aus den Steinbrüchen erhielt man nicht nur Marmorblöcke für Bauten, sondern auch Kalk für den Putz, Mörtel und auch für den landwirtschaftlichen Nutzen. Früher hatte man zum Brennen sogenannte Schachtöfen, wie man ihn heute teilweise in rekonstruierter Form noch bewundern kann. Reste von Terrassierungsmauern und Gebäudestrukturen haben wir auch unterhalb des Oberburnsteins gefunden, Oberburnsteinhofs gefunden. Dabei handelt es sich vermutlich um den untersten der drei damals vorhandenen Kalköfen, wie auch der Name Kalkofen in der Flurnamenkarte Südtirol zeigt. Auch selbstverständlich hat es auch Kalköfen beim Riensgraben gegeben, hier angezeichnet, und auch bei der Blatterwand, wo auch einer rekonstruiert ist. Weitere abbauwürdige Gesteinsarten sind der Grünschiefer und der Serpentinit, und beide Gesteine sind sehr leicht an ihren grünen Farben zu erkennen. Der Grünschiefer hat einen hohen Bleigehalt, weshalb er auch sehr schwer ist. Aufgrund seiner hohen Wärmespeicherfähigkeit ist er sehr begehrt als Ofenstein. Früher hatte fast jeder einen Stubenofen aus Grünschiefer zu Hause. Einer der letzten, die solche Steine noch für die Ofen bearbeitet, ist der Johann König vom Hoferhäusl aus St. Peter. Hier am Foto erkennt man einen solchen Stapel und der ist genau für einen Ofen hergerichtet worden. Jeder Stein muss eine Breite von 11 cm haben, die Länge und Dicke kann dabei variieren. Der Stein darf dabei nicht gesägt werden, da er sonst die Wärme nicht mehr in den Schichten speichern kann. Das heißt, er sollte nur mit Hammer und Meißel wie Holz gespalten werden und anschließend kann er noch auf die richtige Länge zugehauen werden. Abgebaut werden sie teilweise nach wie vor in der Bürstallklammer zwischen St. Peter und St. Jakob. Der Steger Louis, der ist auch unter den Zuhörern, hat uns berichtet, dass auch in der Kirschbaumer Klamm ebenfalls Grünschiefer abgebaut wurde. Zum Serpentinit haben wir zwar ein relativ reiches Vorkommen am Federweißkopf oberhalb von Steinhaus gefunden, wir wissen aber nicht, ob dieser dort auch abgebaut wurde. Der Stein ist aufgrund seiner grünen Farbe und hervorragenden Polierfähigkeit sehr beliebt bei Bildhauern. Im Wunderertal wird er zum Beispiel immer noch für Zier- und Fassadensteine verwendet. In der prähistorischen Zeit
nutzte man den Serpentinit aufgrund seiner Zähigkeit gerne für Steinbeile. Solche Funde, wie man sie hier sieht, sind in St. Lorenzen auf der Sonnenburg von einer Grabung aus den 70er Jahren herausgekommen. Dort fand man ein Depot aus sorgfältig geschliffenen und polierten Beilen, einer Lanzenspitze und einer Rillenkeule. Diese einzigartigen Artefakte datieren in das Spätneolithikum oder Kupferzeit, also 3000 bis 2000 vor Christi. Im Gegensatz dazu ist der Abbau auf Gips höchstwahrscheinlich erst in der jüngeren Vergangenheit aufgekommen. Der Gips war und ist teilweise immer noch nicht nur für die Bauindustrie, sondern auch für die Landwirtschaft des 20. Jahrhunderts ein unentbehrlicher Rohstoff. So wird der Gips von Luchter in einer Werbeanzeige aus dem Jahre 1904 unter anderem auch als vorzügliches Bindemittel für Abort- und Stalldünger gepriesen. Hier sehen wir den anstehenden und gipsführenden Fels beim Lembachhof. Die Gipsgrube bei Ludach entstand 1903 und der Abbau ging bis in die 30er Jahre. Die Abbaumulde befindet sich oberhalb des Lembachhofes und ist nach wie vor sehr gut im Gelände zu sehen. Es handelt sich dabei um einen ca. 20 Meter im Durchmesser großen Tagebau. Dort wurde der anstehende Fels gesprengt und anschließend abgegraben. Im unteren nordwestlichen Teil der Mulde erkennt man noch eine wallartige Halde, aus dem Taubenstein hergestellt wurde. Und nun zum heute letzten nichtmetallischen Rohstoff, nämlich den Asbest. Da kräuseln sich einem schon die Zehennägel auf, wenn man diesen Namen nur hört. Es handelt sich nämlich um ein sehr feinfaseriges Material, das, wenn es in die Atemwege gelangt, krebserregend ist. Auch bekannt als die Asbestose. Asbest ist feuerfest und wurde deswegen in jüngerer Vergangenheit gerne als Dämmung bei Häusern verwendet. Es ist aber seit den 90er Jahren Gott sei Dank verboten. Wir sind dem Asbest bei der Prospektion südlich von Steinhaus begegnet, am sogenannten Federweißkopf. Auch sehr, man erkennt ihn eigentlich schon, weil er weiß ist. Und Federweiß ist eine andere Bezeichnung für Asbest. Man erkennt ihn vorwiegend, also den Asbest erkennt man vorwiegend an der Faserstruktur, teilweise sind das verhärtete Adern im Serpentin. Oder aber sie sehen auch so aus wie schneeweiße Federn auf dem Gestein. Andere Bezeichnungen für den Asbest sind sehr passend auch Bergflachs und Bergschleier. Am nördlichen Fuß des Federweißkopfes konnten wir unter anderem ein teilweise verschüttetes Mundloch erkennen, welches nur mehr eine 30 x 15 cm breite Öffnung hat. Hier ist das Mundloch. Vor dem Mundloch erkannten wir auch die Halde mit den asbesthaltigen Serpentinblöcken. Kretscht man sich durch das Mundloch, so kommt man zu einem 8,5 Meter langen Stollen, der wiederum eine Breite von 1 Meter hat und relativ hoch mit maximal 1 Meter und 86 Zentimeter ist. Auf der Sohle des Stollens haben wir noch einen hölzernen Werkzeugstiel von vermutlich einer Schaufel gefunden. An der First erkennt man noch den abgegrabenen Asbest. Von dem Asbestabbau wissen wir sonst nichts Genaues. Selbst der ansässige Bauer von der Alm darunter wusste nichts. Aus den privaten Dokumenten der Zillertaler Familie Hofer, die wir ja schon vom Granatabbau kennen, wissen wir aber, dass die Schurfrechte auf Asbest in dieser Gegend zwischen Bärendal und Hühnerspiel hier genau befindet sich eben der Federweißkopf, ab 1835 hatten. Sie verhandelten die Ware unter anderem nach Deutschland weiter. Dieser Auszug vom Registerbuch von 1844, da steht eben geschrieben, dass 2 Fässer Federweiß nach Magdeburg verkauft wurden. Zusammengefasst konnten wir in diesem Projekt an über 30 verschiedenen Standorten Spuren dokumentieren,
die auf einen vielfältigen Bergbau auf zahlreiche unterschiedliche Georessourcen hinweisen. Wir haben dabei auch von jeder Lagerstätte bzw. von jedem Abbaugebiet mineralogisches Probenmaterial gesammelt. Einen kleinen Auszug davon habe ich hier auf den Tisch noch hingestellt. Die meisten Abbaue sind aufgrund der sichtbaren Kriterien, wie eben Stollenprofil oder die Abbauspuren, mittelalterlich bzw. neuzeitlich zu datieren. Das zeigen uns auch die rund 13 C14 Daten, die uns freundlicherweise von der Universität Salento ausgewertet wurden. Man muss dazu sagen, dass im Bergbau natürlich ältere Spuren auch überprägt werden. Wir konnten jedoch an zahlreichen Orten im Arndal prähistorische Keramikfragmente auflesen, wie hier zum Beispiel vom Schönbichel in St. Johann, welche auf eine rege Siedlungstätigkeit in dieser Zeit hinweisen. Weiters haben wir eine Holzkohleprobe von einem Abri oberhalb von Kupferbergbau in Röttal, welche in die Eisenzeit datiert. Das hat auch der Roman schon euch präsentiert. Da konnten wir am Hundskeljoch den Übergang vom Zillertal zum Arndal, sogar ein Silexfragment auf über 2500 Höhenmeter aufsammeln. Das ist vermutlich unser ältester Fund von der Prospektion. Und alle diese Indizien zeigen uns, dass das Dauferer Arndal auch in der Prähistorie für die Leute interessant war und vermutlich eben auch Bergbau oder bergbauerische Aktivitäten betrieben wurden. Insgesamt sind wir in den knapp 3 Monaten unserer montanarchäologischen Prospektion rund 650 Kilometer und dabei 40.000 Höhenmeter rauf und runter gesaust. Es war eine wunderbare und sehr interessante Arbeit und Roman und ich hoffen natürlich auf ein Folgeprojekt. Die Ergebnisse von diesem Projekt sollen noch dieses Jahr publiziert werden. Die historischen, sehen Sie da auf dem Tisch, sind schon publiziert. Und herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, überhaupt unsere Citizen Science. Einige sind ja hier anwesend. Zum Beispiel ohne den Helmut hätten wir viel nicht gefunden. Oder auch der Ingemar, der hat schon eine großartige Vorarbeit geleistet. Und somit darf ich mich in meinem Namen und auch im Namen von Roman bei allen herzlich bedanken. Und wir freuen uns auf eine rege Diskussion mit Fragen und Inputs. Dankeschön. Also zunächst herzlichen Dank an die beiden Referenten. Ich darf mich im Namen vom Landesmuseum Bergbau auch bei den vielen Unterstützern dieses Projektes recht herzlich bedanken, die uns mit Informationen versorgt haben, mit guten Tipps und auch mit Hinweisen zu den verschiedenen, zur Verwendung dieser verschiedenen Rohstoffe. Namentlich nennen darf ich da also besonders Franz Hinterecker, Alois Steger, Ingemar Greber, Helmut Auer, Rudolf Tasser, Tobias und Simon Ausserhofer, Michael Engel, Ernst Hofer, dann Karl Weger und unsere Mitarbeiter vom Landesmuseum Bergbau, namentlich eben Arthur Kirchler, Robert Bitberger und Konrad Voppichler. Ein besonderer Dank geht auch an Simon Auer und an Manfred Feichter, die heute nicht hier sind, aber die von zu Hause aus mit dabei sind. Ja, vielen herzlichen Dank noch einmal an die beiden Referenten. Es war eine sehr intensive und auch sehr interessante Zusammenarbeit, die wir letztes Jahr und bis jetzt aktuell gehabt haben und noch haben werden, bis das Buch dann auch vorgelegt ist. Einiges an Arbeit steht uns noch bevor. Vieles ist schon gemacht worden.
Ich denke, dass wir mit diesem Projekt auch neue Wege beschritten haben, wie es sie bisher nicht in dieser Form gegeben hat. Das bedeutet, dass sozusagen einmal eine gesamte Bergbaulandschaft untersucht wurde und nicht nur auf einen speziellen Rohstoff, also nicht nur auf Kupfer oder nicht nur auf Silber, sondern wir haben also versucht, alle möglichen Georessourcen mit einzubeziehen. Wir haben auch nicht nur ein spezielles Zeitsegment uns angeschaut, sondern haben wirklich von den ältesten Spuren angefangen bis herauf in die jüngste Vergangenheit. Ich denke, dass das zumindest für den Tiroler Raum in dieser Form noch nie gemacht wurde und aus diesem Grunde auch eine gewisse sozusagen Vorreiterrolle hier einnimmt. Ja, ich möchte dann die Diskussion eröffnen und freue mich schon auf die erste Frage. Ihr werdet die Fragen beantworten und ich werde mit dem Mikrofon durch das Publikum sausen. Ja, ganz hin. Also ich hätte noch eine Frage bezüglich der Vorbereitung des Projekts. Also ihr habt gesagt, ihr habt jetzt 3 Monate lang gebraucht, die ganzen Fundorte zu besichtigen und alles zu machen. Aber wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Also ich kann mir vorstellen, das ist ein langer Zeitraum, aber kann man das ungefähr so eingrenzen? Ja, die Vorbereitungen sind nicht nur von uns passiert, sondern von die ganzen, eben vom die historischen Auswertung der Schriftquellen, die war schon also wesentlich. Die wesentlichste Vorarbeit war sicherlich, also da, ja, Armin, wie lange habt ihr da gebraucht für die Schriftquellen? Das waren doch ein paar Monate wahrscheinlich oder sogar. Also die Auswertung der Schriftquellen war sicher sehr aufwendig. Also unsere Begehungen haben sie ja auf die verschiedensten Quellen, wie ich vorher kurz gezeigt habe, bezogen. Also diese Vorarbeiten sind irgendwie parallel zu den Begehungen erfolgt von uns. Also mit den 3 Monaten sind wir da schon ganz gut dabei eigentlich. Die Auswertung ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Ich hätte eine Frage ganz allgemein. Warum glaubt ihr, habt keinen prähistorischen Bergbau gefunden nach 3 Monaten Suchen? Das ist eine gemeine Frage. Warum haben wir keinen gefunden? Ja, man kann davon ausgehen, dass natürlich sehr viel überprägt worden ist. Zum Beispiel beim Rötbach ist sehr viel passiert in historischer Zeit. Warum wir nicht gefunden haben, man könnte wahrscheinlich suchen, monatelang suchen und man hat einmal Glück und findet was und man kann jahrelang suchen und findet nichts. Also es gibt schon Hinweise, dass die Vorkommen da genutzt worden sind in einer Bronze- und vielleicht Eisenzeit. Eben wie ich gezeigt habe, durch zahlreiche Gussformen, Gusskuchen, Schlack und so weiter. Aber eben in den Kupferkiesrevieren selbst fehlt uns der definitive Hinweis. Es gibt ja dieses sehr bekannte Beil, was ja vorgelegt worden ist mehrfach. Aber eben wir brauchen da irgendwie noch was Stichhaltiges wie Schlackenhalde oder wirklich einen prähistorischen Feuergesetzenabbau oder etwas in der Art. Aber Ich glaube schon, dass es da wäre, aber da braucht es einfach noch mehr Zeit und auch ein bisschen Glück, wie es oft halt ist. Aber ja, vielleicht gibt es ja noch in der Zukunft eine Gelegenheit, dem ein bisschen auf die Spur zu gehen da. Ja, also erstmal vielen Dank, das war hochspannend, das zu sehen. Also mich würde auch die Zukunft interessieren. Was für ein Folgeprojekt würden Sie jetzt da sehen? Was könnte man jetzt machen, was müsste man jetzt machen, um da voranzukommen? Das ist ja schon eindrucksvoll, also dass man allein die Schriftquellen und jetzt eben auch ihre Vorortbefunde hat. Und es wäre natürlich auch wunderbar, wenn man die dann so in ein EDV-Modell, in irgendein Modell vielleicht auch mit den technischen Überresten
mit Schleusen oder mit den Staumöglichkeiten, mit den Resten von Mühlen und so weiter, wenn man das zusammenbringen könnte. Was würden Sie jetzt, wenn die große Fee uns die Euros bringen würde, was würden Sie da als Anschlussprojekt machen? Jene viele, glaube ich. Ja. Also du kommst auf die Fragestellung dann speziell darauf an. Wenn man jetzt, wie schon gesagt, im prähistorischen Bergbau auf die Spur bleiben will, dann muss man sicher das Gebiet um den Rötbach nochmal genauer sich anschauen. Wir waren da ja nur 2 Tage oder 3 Tage. Also wenn man jetzt speziell nach prähistorischem Bergbau suchen will, dann muss man, glaube ich, einfach nur viel mehr Zeit im Gelände verbringen. Aber auch die Fundischen gibt, wie die wenigen Schlacken oder eben die Gussformen, sind ja schon vorgelegt, aber die Analyse der Schlacken zum Beispiel, das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber da war unser Projekt ja schon so toll, dass man da die Erze auch mal analysieren hat können. Also, dass man da vielleicht einmal so Provenienzstudien mit die Fertigprodukte, die Kupfer- oder Bronzefertigprodukte auch machen kann. Aber eben, es kommt auf die Vorstellung drauf an. Wenn man jetzt vielleicht zum Best was machen wird, dann wird man sich die Flurnamen nochmal anschauen. Also, Ideen hätten wir genug. Ja. Ja, jetzt vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung dazu. Und zwar insofern, als dass wir zurzeit wird in Zusammenarbeit mit dem Amt für Geologie und Baustoffprüfung wird sozusagen eine mineralogische Untersuchung aller Proben durchgeführt. Das heißt, wir werden das erste Mal jetzt auch für diesen Raum einen, nicht nur die Schriftquellen, die archäologischen Funde, sondern wir werden auch eine fast vollständige Mineralogie dieser Lagerstätten haben. Mit allen Analysen und wirklich also uns dann belegen, welche Mineralien man gesucht hat, welche man dann gefunden hat und welche man sozusagen als Nebenprodukte mitgewonnen hat. Ja? Das ist eben ganz interessant, gerade im Bereich von Bretau, wo wir neben dem Kupferabbau, also dort hat man Kupfererz abgebaut, hat dann festgestellt, dass diese Kupfererze auch sehr viel Arsen enthalten und hat den Arsen dann gleich mitgewonnen, ja? Und mitverwertet. Und man ist sogar dann so weit gegangen, dass in einigen Gruben sozusagen das Arsen hier dann das Hauptmineral geworden ist, das man gesucht hat. Also auch das sind ganz spannende Ergänzungen, ganz spannende Informationen, die man ja bisher in vergleichbarer Form nicht gehabt hat. Vielen Dank. Dann würde ich gleich die nächste Frage stellen, und zwar, das ist ja sehr aufregend, also dass Sie hier so eine Histoire totale des Bergbaus in einer ja doch auch überschaubaren Region hier entwerfen, und bin gespannt, was rauskommt. Also das finde ich total spannend. Jetzt wäre meine Frage, kann man im Prinzip damit, das wäre eine methodische Frage, auch quasi so eine Geschichte der Nutzung, auch der unterschiedlichen, also der favorisierten Abbauprodukte, also kann man die schreiben? Also das wäre meines Erachtens spannend. Und das Zweite ist vielleicht eine generelle Einschätzung, wie ist das, sage ich mal, ein Ort durch diese große Tallandschaft, ist das natürlich, hat das so eine gewisse, auch eine gewisse Abgeschlossenheit, aber wie würden Sie das Potenzial eigentlich, also auch der Bodenschätze, eigentlich beurteilen? Ist das hier tiroltypisch oder würden Sie das als besonders in der Ansammlung von unterschiedlichen, Sie haben das ja sehr eindrucksvoll dargestellt, in den unterschiedlichen Bestandteilen da sehen, oder ist es das, was man vielleicht in jeder Region hier eigentlich vorfindet? Und die letzte Frage eigentlich wäre eine historische Frage. Ich habe das Ahrntal eigentlich durch einen Zufall kennengelernt, als ich meine Doktorarbeit schrieb. Ich habe über Karl IV., als er noch nicht Kaiser war, sondern hier der Markgraf von Mähren, der Margarete Mauter schon zugesetzt hat, und der Bruder von Johann Heinrich von Tirol, und dessen Itinerar habe ich bearbeitet, und ich habe den, der kam von Süden, übernachtet in Taufers und ist
das nächste Mal, als ich ihn greifen kann, auf der anderen Seite. Und ich habe dann immer gedacht, der zieht über den Brenner, aber dann dachte ich, der kann gar nicht über den Brenner gezogen sein. Das funktioniert zeitlich nicht. Also ich vermute, der ist über die Krimmler Tauern oder über die Birnlücke da gezogen. Das konnte ich aber auch nur mit dem Finger auf der Landkarte nachweisen, weil ich eigentlich gar keine Ahnung von der Region hatte. Das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her. Aber meine Frage ist einfach, ist es auch die Verkehrskunst, die hier eine Rolle spielt? Was ja sein könnte, dass die sozusagen aus dem Zillertal hier kamen und abbauten, was natürlich von der Abbauwürdigkeit auch ein bisschen abhängt. Also ist die Verkehrskunst mit der Mineralienformation hier interessant oder haben Sie da gar nichts gefunden? Vielen Dank. Ja, wo fangen wir an? Magst du was sagen? Ja, im Arntal haben wir natürlich auch Teil vom Tauernfenster. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Minerale da. Und es ist sehr reich an Erz zum Beispiel und was auch immer. Das auf jeden Fall, das ist schon speziell, also im Arntal auf jeden Fall, ja. Und vielleicht zum Übergang von Zillertal, Arntal, da sind wir raufgegangen zum Hunskelljoch eben. Und ja, da kommt man auf jeden Fall leicht drüber. Und ich denke auch, dass die Zillertaler auf jeden Fall auch über das Hunskelljoch gegangen sind. Und ja, Krimmel gibt es einen niedrigen Übergang. Und das ist sicher nahegelegener, als jetzt über den Brenner zu fahren. Auf jeden Fall. Ja. Das Arndal ist zwar durch hohe Berge begrenzt, aber sicherlich nicht abgeschnitten. Also die Übergänge sind immer schon genutzt worden. Da gibt es eben die mesolithischen Funde. Also es ist zwar begrenzt, aber abgeschnitten eben keinesfalls. Und vielleicht noch zur Geologie. Es gibt ja schon ähnliche Täler, also eben zum Beispiel gerade Zillertal wäre geologisch auch ganz ähnlich, denke ich mal. Und wenn man da sowas machen würde, würde man wahrscheinlich auch ähnliche Ergebnisse erhalten. Zum Beispiel eben Asbestabbauts im Zillertal mit Sicherheit genauso gegeben. Aber eben, es ist schon vielleicht ein bisschen ein Modellprojekt jetzt. Also wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu machen, ist natürlich enormer Informationsgewinn. Ja. Was war die andere Frage? Ich habe jetzt vergessen, Entschuldigung. Ja, kann man quasi eine Geschichte das haben Sie ja eigentlich schon skizziert. Ja. Also, dass in unterschiedlichen Zeiten eben auch unterschiedliche Bergbauprodukte bevorzugt wurden und da wieder zurücktraten. Dieser Art und Weise. Ja, eben gewisse Materialien braucht man ja in der Urgeschichte zum Beispiel auch gar nicht unbedingt, wie jetzt eben wieder zum Asbest kommen. Der wird dann erst im Mittelalter, denke ich, interessant. Mhm. Also man kann die Geschichte sicherlich schreiben, ja. Eben das Interesse war halt in der Urgeschichte, wie wir alle wissen, zuerst bei die lithischen, also bei den Gesteinsrohmaterialien, dann natürlich Kupfer, was dann aufkommt. Also die Geschichte, die ist ja schon oft geschrieben worden. Aber wie es jetzt für die Region jetzt speziell ausschaut, eben wie gesagt, den prähistorischen Kupferbergbau, kann man ja vermuten. Also es sind lückenhaft, kann man schon skizzieren, die Geschichte. Ja, aber speziell ab dem Mittelalter gelingt uns das, glaube ich, schon ganz gut, die Geschichte zum Skizzieren, ja. Würde ich schon behaupten. Haben wir eine Frage vergessen, oder was? Ich habe leider keinen Überblick. Nein, kein Problem. Danke. Ja, vielleicht ganz kurz als Ergänzung dazu. Zu den Übergängen. Also bei den historischen Quellen, bei der Erfassung der historischen Quellen sind wir immer wieder auf den Umstand gestoßen, dass sozusagen gerade was die Übergänge betrifft, die dann hinüber nach Salzburg führen oder auch nach Osttirol hinüberführen und so weiter, in mittelalterlicher Zeit oder in spätmittelalterlicher Zeit der Bergrichter für den Erhalt dieser Wege zuständig war. Das heißt, diese Übergänge sind im Spätmittelalter speziell mit der Bergbautätigkeit verbunden und nicht etwa der Landrichter zuständig, sondern eben der Bergrichter. Und das hängt damit zusammen, dass einmal natürlich das Erz transportiert werden musste, aber noch viel wichtiger, oder nicht nur das Erz, sondern alle Bergbauprodukte transportiert werden mussten, aber viel wichtiger noch sind diese Wege für die Versorgung
der Bergarbeiter gewesen. Ja, weil das Tal, das Arntal, ist vor allem in seinem hinteren Bereich, also im Bereich von Bretau, sehr karg und hat zur Bevölkerung, die eh schon im Tal gelebt hat, eine größere Anzahl von Bergknappen einfach nicht ernähren können. Und deswegen ist man darauf angewiesen gewesen, dass man sozusagen Lebensmittel von auswärts, von wo auch immer man sie bekommen hat, von auswärts hierher gebracht hat, um den Bergknappen eben teilweise die Lebensgrundlage in Form von Lebensmitteln zur Verfügung zu stellen. Und der Beweis, dass das also noch im 18. und 19. Jahrhundert so war, ist eigentlich dieses Gebäude, wo wir uns heute befinden. Das ist nämlich der Kornkasten des Bergwerksunternehmens in Bretau, also des Armer Handels in Bretau gewesen. Hier hat man sozusagen eben diese Lebensmittel, Korn in erster Linie, aber auch viele, viele andere Lebensmittel und Rohstoffe gelagert, die für den Bergbaubetrieb und für den Unterhalt der Bergknappen notwendig waren. Und deswegen sind diese Übergänge sozusagen in historischer Zeit sehr viel begangen worden. Viel, viel mehr als natürlich heute, wo das nur reine Wanderwege sind. Damals waren das wirklich sozusagen Lebensadern, die also in der eisfreien oder schneefreien Zeit im Jahr sozusagen rege begangen worden sind. Und deswegen durchaus wahrscheinlich, dass Karl IV. Hier sozusagen von Taufers, wenn er sich schon in Taufers aufgehalten hat, dann ist naheliegend, dass er den Weg über die Birnlücke in das Salzburgische genommen hat. Das Foto, was ich dafür gesehen habe, was ich gestern von einem Röter drin habe. Vielleicht kann ich das weiterhelfen. Ich bringe das einmal in den nächsten Wochen einmal da in den Kornkasten vorbei und gebe das so. Die Form, was ich gestern von. Genau, der Helmut hat einen Kupfergusskuchen gefunden, einen Schlackenkuchen zumindest. Den gestern hast du gefunden, gell? Im Rötal, gell? Auf. Eben, das sind wir schon relativ weit oben, also das wäre ganz interessant, vielleicht für ganz frühe Abbaue, wenn man sicherlich oben prospektiert hat. Also ja, bitte, Helmut, wenn du den entbehren kannst. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant, ja. Bitte, Helmut. Ja, ich kann mir vorstellen, so wie der Helmut gibt es verschiedene andere Insider oder Sucher, Hobbyarchäologen, Mineraliensammler, die jede Menge Zeug zu Hause gebunkert, gehortet haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt nach dieser Veranstaltung medienmäßig etwas getan wird, außer dass dann eine Publikation erscheint. Ich würde einfach einladen, Sachen, die zu Hause wertlos herumliegen, anschauen zu lassen, leihweise zur Verfügung stellen. Dann könnte man eben die museale Struktur erweitern, denn dort liegen auch viele Sachen, die irgendwo in Bozen oder irgendwo herumgelegen haben, wo sie nichts zu suchen haben. Ich finde einfach, Funde sollten zurückgegeben werden, wo sie gefunden werden, wenn Strukturen vorhanden sind, und das Bergbaumuseum und oben der Stollen und nebenan, die würden sich anbieten. Vielleicht würden sich auch die Finder dann aufgewertet und wichtig fühlen, wenn sie Sachen, die zu Hause sind, wie gesagt, abgeben würden. Mhm. Ja, vielen Dank. Sicherlich ein richtiger Punkt, ja. Sind noch weitere Fragen? Anregungen? Vielleicht nur eine ganz kleine Frage. Wird das nur die Publikation werden oder werden Sie die, ich meine, das ist ja auch ein Museum hier, ne? Also wird das auch in die museale Konzeption überführt werden oder was gibt es da für Planungen? Also, zunächst steht einmal die Publikation an. Die Proben und auch die Dokumentation wird sozusagen in die museale Sammlung einfließen natürlich, wird dann auch für weitere Forschungen zur Verfügung stehen. Und
Es ist ja natürlich geplant, dass wir auch, dass das Museum wird sich weiterentwickeln in den nächsten Jahren und wir werden also sicherlich diese Ergebnisse dann auch berücksichtigen und entsprechend natürlich unter die Bevölkerung tragen, weil es einfach sozusagen Teil der Talgeschichte, aber auch Teil der Bergbaugeschichte des ganzen Landes ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Ergebnisse nicht einfach nur in einer Fachpublikation sozusagen vorlegen und dann verschwinden sie im Kämmerlein oder im Depot, sondern wir werden also da sicherlich daran arbeiten, diese Ergebnisse museal aufzubereiten und vielleicht in Form einer Sonderausstellung einmal entsprechend unter die Bevölkerung zu bringen. Ja. Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann darf ich noch einen Hinweis anschließen. Und zwar auf die nächsten Veranstaltungen. Aufgrund von der Corona-Pandemie im letzten Jahr ist die Präsentation des ersten Teiles unserer Publikation über die Schriftquellen zum Bergbau des Laufer Arntals sozusagen noch nicht erfolgt. Wir werden diese Vorstellung nachholen und zwar am 2. September um 18 Uhr hier in diesem Saal. Dort wird es auch dann die Möglichkeit geben, diese Publikation zu erwerben, einzusehen, zu begutachten, zu diskutieren und da würde ich mich natürlich auch auf einen regen Besucherzuspruch freuen. Und dann natürlich darf ich ankündigen, am 22. September um 18 Uhr wieder hier im Kornkasten ein spannendes Referat zum Thema Klein, aber von schöner Farbe. Der Granatabbau im Laufer Arntal, da werden wir dann ganz speziell auf die Granaten hier aus dem Laufer Arntal eingehen. Referentin wird also Frau Bianca Zerobin sein. Und das Besondere ist natürlich, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt hoffen, auch die mineralogischen Analysen sozusagen vorliegen zu haben und dann ganz speziell auf diesen sehr, sehr wichtigen Rohstoff, der seit dem Frühmittelalter eigentlich eine große Rolle gespielt hat, auf diesen speziellen Rohstoff eingehen zu können. Ich bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen und kommen Sie noch gut nach Hause.